Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, diese Folge dreht sich wieder um OCG-Karten, allerdings kommen sie von meinem ehemaligen OCG-Händler, bei dem ich ja noch ursprünglich ein paar Karten reserviert hatte. Und die kaufe ich immer sporadisch in 50-Euro-Schritten auf, würde ich sagen. Und ja, ich habe ein bisschen länger darauf warten müssen, deswegen hat er mir noch ein paar Bonuskarten reingepackt. Die ersten beiden Karten wurden gekauft, der Rest ist, glaube ich, vom Restbetrag her ein bisschen aufgefüllt und es ist ein bisschen Bonus dabei. Was jetzt Bonus ist und was vom Restbetrag gedeckt ist, weiß ich jetzt so pauschal gar nicht, aber wir gucken uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil mein Akku gerade flöten geht. Also, die erste von mir gekaufte Karte ist die Nummer 62. Eine extrem geile Karte, die es bei uns ja nur in Ultra und in Ultimate Rare gibt. Es war bei uns keine Ghost Rare, nur in Japan. Ist eine sehr schöne Ghost, auch der Ghost-Effekt kommt hier richtig gut zur Geltung. Bei der Kamera jetzt leider nicht so wirklich, aber wenn man es hier so mit dem bloßen Auge sieht, sieht es einfach extrem krass aus, wie sich der Drache auch wirklich vom Hintergrund abhebt. Der Drache an sich hebt sich jetzt nicht sonderlich von sich selbst ab, wenn ihr versteht, was ich meine. Normalerweise ist es ja so, dass die Ghost Rare Monster meistens auch das Monster selber in einzelne Teile geteilt sind, dass das Monster halt noch ein bisschen 3D-mäßiger wirken lässt. Das haben wir jetzt hier nicht, aber vom Hintergrund hebt sich das Ganze wirklich extrem gut ab. Die zweite Karte, die ich mir geholt habe, ist Elementarheld Neos und zwar ein Extra Secret Rare in einem relativ alten Extra Secret. Man sieht, dass der Secret Rare Effekt nicht so brutal ist wie bei den anderen Karten. Das ist noch eine der älteren und ersteren Extra Secret Rare Karten. Die kommt aus THC1, daher kommt auch dieser bekannte Blue Eye im SDK Artwork in Ghost Rare, der aktuell im Preis immer mehr steigt. 120 Euro muss ich momentan für ein Exemplar bei meinem aktuellen Händler zahlen, der übrigens auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wenn ihr mal was kaufen wollt, bestellen wollt, geht auf seine Facebook-Seite, bestellt bei ihm, quatscht mit ihm, ist ein netter Kerl. Und selbst der muss 120 dafür verlangen und er ist wirklich günstig. Ne? Also, so. Ja, genau. Den habe ich noch besorgt und der Rest ist jetzt eigentlich eine Mischung aus Bonus und eben einem, ja, aufgeteilt in die 10 Euro Restbetrag. Da haben wir einmal richtig geil. Oh Gott, wie hieß sie nochmal? Das ist so ein Cyberengel gewesen. Ich weiß bloß nicht mehr, welcher das jetzt war. War das? Nee, Cyberengel Natascha war es nicht. Ah, ich weiß es jetzt nicht mehr. Jedenfalls, das ist Collectors Rare, falls ihr das sieht, seht. Das ist diese Abwandlung von diesem Ultimate Rare, die wir hier schon ab und zu gesehen haben auf dem Kanal. Richtig, richtig cool. Eine meiner Lieblingsraritäten. Sieht einfach unschlagbar geil aus. Ja, schade, dass ich jetzt gerade keine Lampe habe, die da richtig schön drauf leuchtet, weil sonst würde das hier richtig Regenbogen schillern. Aber das werde ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal ändern. Richtig, richtig geil. Sehr nice. Dann haben wir Armor Factor Pine. Auch eine extrem geile Karte, war eine Super Rare in Shining Victories. Hier eine Ultimate Rare, ich glaube, die habe ich auch schon bei meinem Händler bestellt, ein paar Mal. Bei meinem aktuellen wird relativ günstig werden, ist auf jeden Fall als Ultimate Rare extrem schön anzusehen. Ich weiß gar nicht, habe ich sie nicht auch schon mal? Müsste ich mal gucken, aber ich glaube, oft habe ich sie nicht, wenn dann nur einmal. Auf jeden Fall extrem geil geworden, das Ding. Warum nicht bei uns auch? Ich will die Altis wieder haben. Nee, das ist wirklich... Und vor allen Dingen, die sieht auch extrem... Also das ist erst noch meine Lieblings-Amorphage-Karte und sie sieht halt auch vom Design her extrem oldschool aus. Klar, wir haben hier oben dieses typische, dieses Amorphage-typische hier. Aber der Drache selber an sich, das sieht halt einfach mal mega, mega retro aus. Dann haben wir einen Blackwing. Welcher das jetzt ist, weiß ich gar nicht. Müsste bei uns aber auch, glaube ich, eine Super-Rare gewesen sein oder so. Ist auch eine extrem coole Karte. Ich habe mich am Anfang so gefragt, ob es die bei uns nicht auch ein Ulti gibt. Und ist mir eingefallen, Shining Victories, klar, gab es keine mehr. Trotzdem eine extrem schöne und extrem elegant gezeichnete Karte. Müsste, glaube ich, auch unsere erste oder zweite sein. Ne? Also man merkt, House of Cards hat halt noch nicht alles. Das meiste, aber noch nicht ganz alles. Na, was soll's. Dann geht's weiter mit dem Jinzo aus dem Anniversary Pack in Japanisch. Und ihr wisst ja, das Anniversary Pack ist das einzige Pack, wo es mir egal ist, ob es Japanisch oder Englisch ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das heißt, ich nehme auch die Japanischen, obwohl es die auch in Englisch geben würde. Das Dunkle Magiermädchen aus dem Set gibt es ja nur in Japanisch. Habe ich mir auch schon ein paar bestellt. Genau, und zu guter Letzt halt noch ein Jinzo in Kamen und Siegel des Besitzers aus LODT in Rare. Ja, das war's gewesen. Wie findet ihr die Sendung? Seid ihr damit genauso zufrieden wie ich? Oder würdet ihr sagen, Julian, das war ein Griff ins Klo? Macht das nicht normal. Ich persönlich bin absolut zufrieden. Danke, lieber Eduard, an dich. Wir sehen uns dann morgen oder übermorgen.
zu einer weiteren Folge Neuzugänge mit vielen, vielen Tournament Pack 2 kamen, so wie wir es schon mal hatten. Also das ist wieder eine Folge für eingefleischte Oldschool-Fans und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.